Die Fähigkeit, Vektoren zerlegen zu können, kann eine ganz nützliche Hilfe sein, wie wir an diesem Beispiel sehen können. Ein Block wird in zwei Situationen mit Seilen gehalten und die Frage ist, in welcher der beiden Situationen wirkt eine größere Kraft auf die Seile 1 und 2. Natürlich haben wir eigentlich nur die Gewichtskraft des Blockes, die das Ganze nach unten zu ziehen versucht. Hätten wir ein einzelnes Seil, dann wäre natürlich die Aufgabe ganz einfach, aber wir haben jetzt zwei schräg angelegte Seile und die Frage ist nun, wie sich die Kraft Fg auf diese beiden Seile aufteilt. Wir zeichnen dafür natürlich ein Kräftediagramm. Wir zeichnen die Kräfte nicht in der Skizze ein, sondern die beiden Blöcke werden als Massepunkte dargestellt. Und dort zeichnen wir jetzt die Gewichtskraft Fg, die nach unten zeigt, ein. Im zweiten Schritt jetzt ermitteln wir, in welche Richtungen wir diese Gewichtskraft zerlegen wollen. Hier ziemlich einfach, weil die Seile uns die Richtungen vorgeben. Also ich nehme hier die Richtung mit dem Lineal und verschiebe das Ganze parallel in mein Kräftediagramm. Und ich wiederhole diesen Schritt auch jetzt für die untere Skizze bei Seil 1 und natürlich auch bei Seil 2. So, wir wissen nun, in welche Richtung die Kraftkomponenten schauen sollen, in die wir Fg zerlegen wollen. Die Frage ist nur, wie lang müssen die gewählt werden? Und dies lässt sich natürlich dann auch ganz einfach mit einer Konstruktion bestimmen. Wir suchen also zwei Kraftkomponenten, F1 und F2, die vektoriell addiert Fg ergeben. Um das zu tun, verschieben wir die Richtungen, die ich eingezeichnet habe hier, parallel zur Spitze des zu zerlegenden Vektoren Fg. Ich verschiebe also die Richtung 1 zur Spitze von Fg, zeichne die Linie ein, sodass sie die Richtung 2 schneidet. Das gleiche mache ich mit Richtung 2, der unteren Skizze ebenso. Dadurch bekomme ich Schnittpunkte, die ich blau einzeichne. Und das sind die Endpunkte meiner Kraftkomponenten. Und ich muss lediglich jetzt noch den grünen Punkt, welcher der Anfang der Gewichtskraft markiert, mit diesen Schnittpunkten verbinden. Und ich habe die beiden Kraftkomponenten F1, F2. Ich streiche den Fg noch durch, damit man sieht, dass anstelle von Fg die beiden Kraftkomponenten F1 und F2 wirken. Und ich sehe jetzt wunderbar, dass im unteren Beispiel viel größere Kräfte an den Seilen wirken.